Hallo Leute und damit herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial hier auf meinem Kanal und heute mit dem Tutorial, wie ihr ein kostenloses Mod-Menü in GTA 5 reinbekommt und das ist genau dieses Mod-Menü hier. Ja, ihr geht einfach in den Browser eurer Wahl, gebt das Ganze ein, sucht das Ganze, geht am besten hier einfach auf das erstbeste Video oder Link, whatever, auf jeden Fall, ja, ich würde euch einfach dieses Video hier empfehlen, dann könnt ihr das hier runterladen, nachdem ihr den YouTube-Kanal abonniert haben müsst. Ihr müsst einfach quasi diesen Dude hier quasi abonnieren. Dann könnt ihr das Ganze downloaden. So, dann downloadet ihr das Ganze und dann kriegt ihr schon diesen Ordner mit eigentlich nur diesen Dateien. Diese Dateien erstellen sich beim ersten Start. Die sind eigentlich noch nicht da, aber ja, die werden dann halt generiert, wenn man das zum ersten Mal benutzt. Ist aber nicht wichtig, von daher, ja, müsst ihr jetzt nicht beachten, dass hier quasi schon die Dateien sind. Und ja, ihr könnt das jetzt schon mal starten und ihr seht, GTA funktioniert noch nicht, weil ihr müsst dafür einfach erst GTA starten. Dann könnt ihr das Ganze nutzen. Ja, Leute, ich starte jetzt mal GTA über Steam. So, gehen wir hier rein. Klicken auf Spielen. Wir sagen am besten direkt online. So, wir wollen direkt online zocken. Dann startet ihr das Ganze. Ja, und wir sehen uns dann wieder, wenn das Ganze gestartet ist und ich dann im Game bin, beziehungsweise im Online-Modus, dann sehen wir uns wieder und dann zeige ich euch, wie ihr weiter vorgehen müsst. So, Leute, dann sind wir auch schon jetzt im Game und ja, hier wären wir Ganze, beziehungsweise hier wären wir schon im Game und jetzt probiere ich mal was aus. Naja, eigentlich sollte nicht sein. Auf jeden Fall, ja, ich zeige euch jetzt mal, wie das Mod-Menü funktioniert. Und zwar normalerweise drückt ihr F5. Es funktioniert noch nichts. Ja, ich zeige euch natürlich jetzt, wie es weitergeht. Und zwar müsst ihr in die Einstellungen unter Anzeige, beziehungsweise unter Grafik. Und dann müsst ihr Fenstermodus ohne Rahmen machen. Dann seid ihr zwar im Fenstermodus, aber es ist einfach trotzdem noch Vollbild. Ihr seht ja immer noch 1920x1080. Ja. Dann könnt ihr das Ganze nämlich machen. Dann könnt ihr nämlich mit der Windows-Taste raus gehen. Wenn ihr auf die Windows-Taste drückt, sollte das Ganze nicht funktionieren, drückt ihr Steuerung, Alt, Entfernen. Dann kommt ihr halt in diesen Modus, in diesen Affenklammer-Modus. Ja. Und dann sollte die Windows-Taste funktionieren, dann könnt ihr die auch drücken. Und dann könnt ihr den Ordner öffnen. Ich gehe jetzt mal hier auf meinen Desktop und öffne mir das Menü. Und dann könnt ihr das Ganze hier starten. Dann kommt diese Meldung hier. So, da müssen wir nicht lesen. Können wir mit OK bestätigen. Können das Ganze hier schließen. Und das Ganze funktioniert. Ja, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Und zwar Online-Services. Nein. Aber wo habe ich denn jetzt hier mein Auto her? Warte mal. Vehicles. Hä, wo habe ich mir jetzt mein Auto her teleportiert? Hier, ne? Warte mal. Get Food to Centorno. Habe ich den jetzt eigentlich? Besitze ich den T20 jetzt? Genau, aber auf jeden Fall könnt ihr hier eure Autos, die ihr besitzt, anfordern. Und die sollten dann auch kommen. Und ihr könnt ja auch zum Beispiel noch andere Sachen machen, wie zum Beispiel, ja, ihr seht ja, habt ihr ja schon euer Auto angefordert. Das ist jetzt ein Auto, was ich legal besitze. Ihr könnt aber auch, ich muss gerade mal nur den Punkt finden. Ah, doch, hier. Schnauze. Für Supersportwagen.
Nero. Reaver. Ach komm, hauen wir mal Shafter V12. Voll getuned. Wo ist der? Ich wollte gerade eigentlich ein Auto spawnen. Warum wird er nicht gespawnt? Müsste eigentlich erscheinen, der Wagen. Jetzt ist er erschienen. Ja, perfekt. Ja, ihr seht, ihr könnt hier auch Auto spawnen. Die Webcam ist zwar jetzt ein bisschen im Weg. Aber das Mod-Menü funktioniert auf jeden Fall. Aber was ich auch mal machen kann, ist oder so. Ich schieb mal das Mod-Menü ein bisschen weg. Dann seht ihr auch alles. Ja, ich schieb's nochmal ein bisschen. Warte. Ja, dann seht ihr auch alles, so. So, dann machen wir nochmal ein bisschen was anderes, und zwar Player. Machen wir mal die Run Speed ein bisschen höher. Dann können wir noch ein bisschen was anderes machen. Teleports. Genau, ich würde sagen, wir machen nochmal das RP ein bisschen höher. Machen wir mal so 30k. Warte, ich muss das RP noch ein bisschen bestätigen erst. So, jetzt müsste der drinne sein. Dann machen wir noch beim Player. Nein, ich will Radio aus haben. Dann machen wir noch beim Player. Dass die Cops uns ignorieren. Und dann können wir auch, seht ihr, Scheiße bauen, ohne dass wir Stress kriegen. Also wir kriegen zwar Stress, aber da passiert nichts. Weil wir fahren jetzt weg. Und dann war es das auch schon. Ja, eigentlich müsste der Stern direkt weg sein, aber geht ja jetzt nicht. Okay. Aber ihr seht. Aber ihr seht, hier passiert nichts. Cops, die schießen auf jeden Fall nicht auf uns. Ihr könnt das halt auch komplett ausmachen, aber ja. So, dann möchte ich gerne mal machen,
Mal gucken, wie die reagieren, wenn ich mal die NPCs alle umbringe. Der denkt auch, der fühlt sich jetzt auch verarscht. Ja, aber ihr seht auf jeden Fall, wir kriegen auch brutal viel RP, weil ich das jetzt eingestellt habe. Multiplikator auf 30k. Machen wir mal Controller an, dann kann ich besser steuern. Also ihr seht, ich bin hier Rang 132, könnt ihr jetzt da oben sehen. Ich kann es nochmal ausschalten. Und ich kriege auch mega schnell RP für nix. So. So. Ja, 111. Ihr seht, ich werde auch noch falsch angezeigt mit Level. Ah, jetzt wurde er auch mal gekillt. Perfekt. Und ihr könnt da mit dem Mod-Menü viele, viele Sachen machen, also ja, vor allem RP hochsetzen, wenn ihr zum Beispiel einen relativ schlechten Account habt, der noch relativ schwach ist, könnt ihr den halt direkt mal hochsetzen. So dass ihr direkt mal mehr Kohle habt. Ja. Bam. Und gewonnen. Und ihr habt gesehen, wir kriegen zwar nur 1000 Dollar, aber verhältnismäßig viel zu viel Geld, viel zu viel RP. Alter. Wie stecken die denn weg, bitteschön? Hey, ja. Ja, ich würde sagen, wir machen vielleicht noch ein bisschen was. Komm, wir waren mal hier eine richtige Folge draus. Auch wenn es nur Tutorial ist, aber... Aber ist ja relativ lustig. Habe ich Molotov?
Geht doch. Okay, wir können auch noch Cops bekommen. Ich muss sagen, der Schafter hier, der hat eine richtig, richtig geiler Motor. Gut, ja gut, ist ja auch der V12. Ist ja dann auch kein Wunder, dass er so einen guten Sound hat. Aber ihr seht, da kommt halt keine Polizei, obwohl wir halt Cops haben. Ja, ihr seht, zack, Rang 133, also ihr seht, fucking, ihr tut fucking schnell leveln, also ich könnte das sogar noch höher stellen, dann würde das... Oh, GTA gerade voll gehangen, ich dachte schon, es ist abgestürzt. Ich dachte schon, es wäre jetzt gerade abgenippelt, aber es ist doch nicht abgenippelt. Auf jeden Fall mega geiles Mod-Menü. Ich kann hier wirklich noch so einige Sachen machen, aber... Aber weiß nicht. Ich will ein paar Spieler haben. Vor allem. Ohne Spieler kann ich ja... Ist das hier relativ langweilig, mit Mod-Menü Spaß zu haben. Vor allem, ich darf ja auch nicht zu krass übertreiben, sonst werde ich noch gebannt. Weil ihr seht, ich bin hier Rang 133. So viel habe ich gar nicht hier auf dem PC gespielt, dass ich so einen Rang habe. Bin eigentlich deutlich niedriger. Ich habe mir den ja jetzt übelst hochgecheatet. Ich weiß gar nicht, habe ich meine Minigun noch? Die ich letztens, habe ich ja erst letztens eine Minigun freigeschaltet. Müsste ich. Aber guck mal, wenn die Waffe nicht käuft, dann hast du die natürlich auch nicht, ne? So ein Dreck. So ein Dreck. Wo sind denn hier die Spieler, bitteschön? Kann man das mal einer sagen? Das ist gar nichts. Depp bist du. Und ich habe keinen Bock auf Regen. Deswegen würde ich sagen... Nö. Gibt keinen Regen. Es gibt keinen Regen! Alter. Okay, das ist krass. Das war jetzt krass.
Das ich jetzt nicht gedacht, dass das so übertrieben explodiert dann alles. Hinten ist noch ein Schwede. Hier das Höfter V12 Sport, ich so. Was ist er denn? Der ist kaputt, den möchte ich nicht mehr. Irgendwas war da, da hat irgendwas gepiept.
Wo ist Repair? Wo ist eigentlich hier Repair? Ich würde mal gerne Auto reparieren. Ach wohl, nee, komm.
So. So. Ich spawn jetzt gleich einfach mal neben einen T20 vor der Nase. Mal gucken, wie der drauf reagiert. Na komm. Wo schießt der überhaupt drauf? Na gut, jetzt hat er einen T20. Ich schenke mal jeden GTA-Spieler einen T20. Mal gucken, wie die drauf reagieren werden. So. Peters Fahrzeug hat's gestohlen. Beyond the pale.
No way! This is messed up! Oh! What the fuck? So, komm, ich muss die Herausforderung gewinnen. Das Auto haben wir schon gestohlen. Kannst du dich töten, dann mach ich gleich Godmode rein. Ah, ich führe. So. Das ist eine bescheuerte Herausforderung. Das muss ich im Real Life auch mal machen. Mal gucken, ob ich dafür auch Geld und alles bekomme. Ja, kommst du mir schon mal los? Ja, seht ihr auf jeden Fall. Ein Stern hier. Mit Rang 133 kriege ich da so viel Erfahrung. Als wäre ich so ein Level 1er, der für jeden Scheißdreck viel Erfahrung bekommt. Aber nein! So, die Herausforderung hätten wir, glaube ich, mal gewonnen. Easy. Voll easy. Hey, it's... Als hätte ich gecheatet. Das würde ich natürlich niemals machen, ne? Also... Aber das ging gerade so schnell.
komm, ey, sofort hätte ich Mods benutzt. Vor allem, ich war so schnell. So. Ich glaube, die checken das gar nicht. Oder die verstehen gerade gar nicht, was hier los ist, oder? Relativ wenig Spieler sind hier in der Lobby, ne? Jetzt schießt er bestimmt auf mich. Hm? Ja gut, Leute, das Ganze war es jetzt mit dem Video. Ich würde sagen, an der Stelle verabschiede ich mich mit diesem Video. Ja. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich kann werde auf jeden Fall, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, welches mal ein richtig funny, lustiges, ja, Best-of-Video machen. Dann werde ich mal eine geile Aufnahme machen und werde da die besten Sachen, zusammenschneiden und euch das Beste, ja, ein cooles, lustiges Gameplay bieten. Und ja, aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, wenn ihr bald Bock habt auf so ein lustiges, zusammengeschnittenes Video mit dem Mod-Menü, würde ich mich wahnsinnig über ein Like freuen. Zeigt es mir, schreibt mir auch in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Beziehungsweise, ja, abonniert den Kanal, wenn ihr weiterhin keine geilen Videos mehr verpassen wollt. Ich bin mit raus. Ciao, Leute. Das geht gerade gar nicht. Da muss ich es manuell beenden. Okay.